Interessant. Wir sind schon relativ dezimiert. Okay, aber dann würde ich trotzdem mal anfangen. Willkommen zurück zur relativistischen Quantenfeldtheorie. Und hier möchte ich noch mal kurz wiederholen, was wir in der letzten Stunde und in den letzten beiden Stunden eigentlich gemacht haben. Und zwar hatten wir uns gefragt, was passiert, wenn wir Quantenmechanik und Relativitätstheorie kombinieren. Und wir hatten dabei eine Sichtweise, und zwar die Sichtweise, dass wir mit einer Quantentheorie starten. Die Quantentheorie sollte von vornherein Teilchen enthalten und die Teilchen konnten wir mit einem Fograum beschreiben. Das heißt, dieser Teilchenraum enthielt das Vakuum, Einteilchenzustände, Mehrteilchenzustände und so weiter. Es waren Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren definiert, es war der Impulsoperator und der Hamilton-Operator, alles definiert. Und so gesehen war eine Quantentheorie vorhanden. Die Frage war dann, wie schaffen wir es auf dieser Quantentheorie für Teilchen, kausale Wechselwirkungen zu beschreiben. Kausale Wechselwirkungen, Kausalität ist zwingend notwendig für eine relativistische Theorie und die Kausalität drückt sich zum Beispiel dadurch aus, dass Wechselwirkungen an raumartig getrennten Punkten miteinander kommutieren müssen, also unabhängig voneinander sind. Das heißt, diese Kausalitätsbedingung war die entscheidende Gleichung, die in einer relativistischen Quantentheorie erfüllt sein muss. Die Frage war, wie konnten wir die erfüllen? Und die Antwort ist hier gegeben. Nach einiger Rechnung kamen wir dann drauf, dass wir diese Kausalitätsbedingung dadurch erfüllen können, dass wir die Wechselwirkung, die Wechselwirkungs-Lagrange-Dichte oder Wechselwirkungs-Hamiltonien mit gewissen Werkzeugen oder gewissen Bausteinen formulieren können. Und der minimale Baustein, den wir gefunden haben, war so ein kausales Quantenfeld. Und dieses kausale Quantenfeld steht hier nochmal da. Das hat eine bestimmte charakteristische Anatomie, nämlich es ist eine Linearkombination von Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren, wobei beide Terme mit demselben Koeffizient auftreten müssen. Und diese selben Koeffizienten waren eben notwendig, dass in Kommutatoren dann gewisse Auslöschungen passiert sind. Zwei Terme traten auf, die sich gegenseitig weggehoben haben. Und damit die sich wegheben können, müssen die Koeffizienten eben gleich sein. Und dann, nachdem wir diesen Baustein gefunden haben, können wir jetzt beliebige Wechselwirkungen aufschreiben, indem wir solche kausalen Quantenfelder in x-beliebiger Weise kombinieren. Und dabei entsteht eben eine physikalisch nicht triviale Vorhersage, nämlich diejenige, dass solche Theorien, die solche kausalen Wechselwirkungen haben, automatisch teilchenzahländernde Prozesse zulassen müssen. Denn wenn Sie eine beliebige Kombination von diesen Feldoperatoren auf einen Zustand anwenden, bekommen Sie automatisch eine Linearkombination von Zuständen mit unterschiedlicher Teilchenzahl und damit sind teilchenzahländernde Prozesse auf jeden Fall möglich. Das ist also ein Charakteristikum von relativistischen Quantentheorien und das Feld taucht hier auf als Werkzeug, um Kausalität zu beschreiben. Der Startpunkt waren Elementarteilchen, die bereits quantenmechanisch formuliert waren. Wenn Sie nicht relativistische Theorien betrachten, dann können Sie ähnliche Überlegungen durchgehen. Und was fehlt, ist diese Kausalitätsbedingung. Und dann brauchen Sie nicht so eine Linearkombination von Erzeugern und Vernichtern zu bilden, sondern Sie können allein mit Erzeugern oder allein mit Vernichtern arbeiten und dann Wechselwirkungen hinschreiben, die die Teilchenzahl nicht ändern. Und diese Möglichkeit fällt in relativistischen Theorien eben weg. Also haben wir etwas sehr Wichtiges und nicht Triviales gelernt über die Kombination von Quantentheorie und Relativitätstheorie. Und heute wollen wir das nochmal vertiefen. Wir werden im Prinzip die gleiche Physik und die gleichen Argumente nochmal durchgehen, allerdings beleuchtet aus einer ganz anderen Richtung. Nämlich, anstatt von Teilchen zu Feldern zu gehen, gehen wir von Feldern zu Teilchen. Das heißt, wir machen jetzt Kapitel 1.4 der Vorlesung von Feldern zu Teilchen. Und dadurch werden wir diese Erkenntnisse nochmal vertiefen, neue Aspekte herausschälen und auch nochmal neue Methoden kennenlernen, die für die Quantenfeldtheorie dann sehr wichtig sind.
Das heißt, unser Startpunkt ist jetzt der, dass wir mit Feldern starten. Das heißt, die Felder sind jetzt kein Werkzeug, sondern die Felder sind Selbstzweck. Wir sagen also, klassische Feldtheorien sind wunderbare Theorien, relativistische, gut motivierte Theorien. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, was passiert, wenn wir diese Theorien der Quantisierungsprozedur unterwerfen? Welche Quantentheorie entsteht da? Was passiert also bei Quantisierung? So, und da starten wir jetzt erstmal mit einem allgemeinen Überblick über klassische Feldtheorien, um da noch einige wichtige Konzepte zu wiederholen. Und danach kümmern wir uns um die Quantisierung. So, das heißt, wir starten mit einem klassischen kanonischen System. Ein klassisches kanonisches System ist immer definiert durch die Angabe der kanonischen Variablen. Und bei einer Feldtheorie sind die Variablen Felder, allgemein bezeichnet als Phi I. Und diese Felder sind erstmal abhängig vom Wort X und dann von der Zeit T. Und der kanonische Formalismus unterscheidet eben zwischen Ort und Zeit. Die Zeit ist die Größe, deren Zeitentwicklung wir studieren wollen über die Dynamik. Und die Ortskoordinate hier ist so eine Art verallgemeinerter Index, der die verschiedenen kanonischen Variablen indiziert. Das heißt, wir haben hier unendlich viele kanonischen Variablen indiziert durch x und i. Dann ist das kanonische System definiert durch die Angabe der Lagrange-Funktion und der Wirkung. In der Feldtheorie nimmt man meistens eine Lagrange-Dichte an den Anfang, geschwungen L, und dieses L hängt ab von den Feldstärken, Phi I, und auch von allen Ableitungen nach Raum und Zeit aller dieser Feldstärken, also D Rho Phi I. Wenn Sie die Lagrange-Dichte gegeben haben, können Sie die gewöhnliche Lagrange-Funktion groß L definieren als dreidimensionales Integral über die Lagrange-Dichte. Das werden wir aber weiter nicht brauchen. Und auch wesentlicher ist dann die Wirkung, die können Sie bekommen als vierdimensionales Integral über die Lagrange-Dichte. Integral d4x über die Lagrange-Dichte. Und das definiert dann das System. Dann wenden wir das Prinzip der kleinsten Wirkung an. Das Prinzip der kleinsten Wirkung sagt uns also, dass die wahren Feldkonfigurationen, die in der Natur realisiert sein können, diejenigen sind, die die Wirkung minimieren oder mindestens stationär machen. Und wenn wir dieses Prinzip der kleinsten Wirkung anwenden, dann bekommen wir die Euler-Lagrange-Gleichungen. Und die lauten ganz allgemein d rho angewendet auf dl nach d d rho phi i ist gleich dl nach d phi i. Das haben wir in klassischer Feldtheorie-Vorlesung hergeleitet und ist analog zur gewöhnlichen Lagrange-Gleichung in der Mechanik. Das sind also die Bewegungsgleichungen, die die Dynamik des Systems definieren. Dann können wir aber noch weiteren Formalismus betreiben. Wir können kanonisch konjugierte Impulse einführen.
Das sind hier auch Felder, die nennen wir Pi, Pi von x und t. Die sind definiert als die Ableitung der Lagrange-Dichte nach der Zeitableitung der entsprechenden Felder, also Ableitung nach den 0 Phi i. Also hier wird explizit nach der Zeitableitung von Phi i abgeleitet am Punkt x und t. Wenn wir die kanonisch konjugierten Impulse definiert haben, können wir die übliche Legendre-Transformation machen zwischen Lagrange- und Hamilton-Formalismus. Wir können dann eine Hamilton-Dichte und Hamilton-Funktion bekommen. Zwar ist die Hamilton-Dichte, die würde ich als geschwungen H bezeichnen. Eine Funktion von den kanonisch konjugierten Impulsen und Feldern, Pi und Phi i, und ist über die Legendre-Transformation definiert, Pi mal Phi i Punkt minus die Lagrange-Dichte. Ganz normale Legendre-Transformation, nur für die Dichten. Und die Hamilton-Funktion ist dann das dreidimensionale Integral über die Hamilton-Dichte. Das ist ein Funktional von den Impulsen und Feldern und ist eben das d3x-Integral über das Gleiche, was oben drüber steht, also über die Hamilton-Dichte h von Pi und Phi. Ja, das sind die Grundgrößen des kanonischen Formalismus. Warum betreibt man jetzt den kanonischen Formalismus? Der hat einen ganz entscheidenden großen Vorteil, der für uns in der Quantenfeldtheorie und dann auch insbesondere in der Elementarteilchenphysik extrem wichtig ist, nämlich der kanonische Formalismus betont Symmetrien und erlaubt das, Symmetrien von Theorien extrem effizient zu beschreiben und sich sehr leicht klar zu machen, welche Symmetrien in der Theorie überhaupt vorliegen. Denn die Wirkung, die zentrale Größe, ist eben eine Invariante unter allen Symmetrien der Theorie. Und daraus folgt, dass sich im Lagrange-Formalismus sehr leicht dieses berühmte Noether-Theorem herleiten kann, also die Relation zwischen Symmetrien einerseits und erhaltenen Größen andererseits. Und Noether-Theorem. Und so will ich hier jetzt gerade nochmal das Noether-Theorem herleiten. Das kennen Sie aus der klassischen Mechanik sicherlich schon, aber ich werde das hier nochmal herleiten, damit wir das hier vollständig haben, weil es auch sehr wichtig ist. Das heißt, wir betrachten jetzt eine Transformation unseres physikalischen Systems und nehmen an, dass diese Transformation das System aber invariant lässt. Das heißt, wir haben eine Symmetrie des Systems und dann werden wir daraus eine Erhaltungsgröße herleiten. Und die Transformation ist eine Feldtransformation in unserem Fall. Wo die Feldvariablen Phi i an einem Punkt und x ohne weiteres bezeichnet jetzt alle vier Koordinaten Raum und Zeit, also Phi i von x wird transformiert zu einem gestrichenen Feld, Phi Strich i am selben Punkt x, und dieses Phi Strich i am selben Punkt x schreiben wir als das alte Phi i von x plus eine infinitesimale Variation. Plus Epsilon mal einer infinitesimalen Größe, beziehungsweise Epsilon ist infinitesimal, multipliziert irgendeine Größe Phi Tilde von x. Das heißt, dieses Epsilon hier ist eine infinitesimale Konstante. Das heißt, die Transformationen, die wir hier betrachten, sind infinitesimale Transformationen im Gegensatz zu diskreten Transformationen. Das heißt beispielsweise Raumspiegelung
wäre eine diskrete Transformation, die betrachten wir hier nicht. Aber Translation oder Rotation können Sie infinitesimal ausführen und solche Transformationen betrachten wir hier. So, und diese Feldtransformation können wir also definieren. Und wir nehmen jetzt an, dass die Theorie unter dieser Transformation invariant ist. Und zwar konkret nehmen wir jetzt hier an, dass die Lagrange-Dichte unter der Transformation invariant ist. Das ist eine etwas stärkere Forderung als die allgemeine. Allgemein könnten Sie fordern, dass die Wirkung invariant ist. Aber wir fordern, dass sogar die Lagrange-Dichte invariant ist. Also diese Feldtransformation lasse L invariant und daraus folgt dann ein erhaltener Strom und das wollen wir jetzt mal herleiten. So, wie beweisen wir die Existenz dieses erhaltenen Stroms, indem wir den direkt konstruieren? Und die Konstruktion ist ganz einfach. Man muss nur wissen, wie man startet. Und zwar startet man so, dass man die Transformation der Lagrange-Dichte auf zwei unterschiedliche Arten ausrechnet. Einmal explizit für die gegebene Transformation und einmal allgemeingültig mit einer Rechnung, die Sie immer machen können, unabhängig von der konkreten Gestalt der Transformation. Und danach setzen wir die zwei Ergebnisse gleich und haben unseren erhaltenen Strom gefunden. Das heißt, wir machen zweimal die gleiche Transformation. L wird einmal zu L' einer gestrichenen Lagrange-Dichte und nach der expliziten Rechnung, die wir hier angenommen haben, ist die Lagrange-Dichte ja invariant, das heißt, die explizite Rechnung zeigt L' gleich L. Das ist also explizite Rechnung nach der Voraussetzung. So, da können wir sonst nichts tun, aber das ist das explizite Ergebnis. Auf der anderen Seite können wir die Transformation von L aber ganz allgemein ausrechnen in einer Rechnung, die Sie immer machen können. Allgemeine Rechnung. Die allgemeine Rechnung geht so, dass L' einfach gegeben ist durch L, in das Sie jetzt dieses gestrichene Feld einsetzen, ist gleich L von diesen gestrichenen Feldern. Und jetzt rechnen wir, denn die gestrichenen Felder haben wir ja angegeben. Das heißt, das ist gleich das Original L von den ungestrichenen Feldern plus die Variation. Und die Variation ist infinitesimal. Daraus folgt, wir können diese Variation jetzt hier in erster Ordnung von Epsilon ausrechnen. Das heißt, wir haben hier eine Taylor-Entwicklung plus Epsilon mal Phi Tilde, mal der Ableitung der Lagrange-Dichte nach Phi mit Index I. Das ist der eine Term. Und dann die Variation des Ableitungsarguments Epsilon mal D Rho Phi Tilde I mal DL nach D D Rho Phi I. So haben wir einfach die Variation der Argumente Taylor entwickelt. Diese Rechnung ist also immer möglich. Und was wir jetzt haben, ist zwei Ausdrücke für dieselbe Sache. Das muss gleich dem hier sein. Und daraus folgt, dieser Zusatzterm hier muss natürlich verschwinden. Aber den können wir zunächst nochmal umformen. Also das ist ja das Original L. Und hier können wir jetzt umformen, und zwar haben wir Epsilon, können wir erstmal ausklammern. Und dann haben wir hier Phi Tilde I mal DL nach D Phi I. Und wenn wir die Euler-Lagrange-Gleichungen einsetzen, dann ist DL nach D Phi gegeben durch D Rho angewendet auf DL nach D
die Rufi. Das ist nach Euler-Lagrange dasselbe. Und den zweiten Term schreiben wir einfach ab. Mal d rho phi e tilde mal dl nach d d rho phi. So, und was haben wir jetzt? L plus Epsilon mal der eckigen Klammer. Und die eckige Klammer ist jetzt eine totale Ableitung nach Produktregel. Nämlich, das ist einfach die totale Ableitung nach rho von dem Produkt phi i tilde mal dl nach d d rho phi i. Ja. Hier nämlich haben wir den einen Term aus der Produktregel mit der Ableitung auf den zweiten Faktor. Hier haben wir die Ableitung auf den ersten Faktor. Das heißt, das ist genau die Produktregel rückwärts angewendet. Und damit haben wir jetzt die Identität nochmal. L war zuerst nach der Transformation gleich L' und das war gleich L nach Annahme. Andererseits nach der allgemeinen Rechnung geht L über in L' gleich L plus eine totale Ableitung. Wenn wir das beides gleichsetzen, folgt die eckige Klammer hier muss verschwinden, beziehungsweise d rho der eckigen Klammer muss verschwinden und das ist unsere Kontinuitätsgleichung für den erhaltenen Strom. Das heißt, das hier können wir jetzt als J rho bezeichnen und daraus folgt dann durch Gleichsetzen 0 ist gleich d rho von J rho und diese Gleichung ist eine Erhaltungsgleichung für einen Viererstrom, eine Kontinuitätsgleichung. Die Nullkomponente entspricht dann einer Ladungsdichte, die räumliche Komponente entspricht einer Stromdichte und die Gleichung sagt Ihnen eben, dass die Ladungsdichte in einem oder die Ladung in einem Raumbereich sich nur dadurch ändern kann, dass Ladung in den Raumbereich hineinfließen oder aus dem Raumbereich herausfließen kann. Also die Ladung ist insgesamt erhalten. Kontinuitätsgleichung. Und daraus folgt dann auch, dass Sie eine erhaltene Gesamtladung Q definieren können. Die kann man definieren als das dreidimensionale Integral über die Nullkomponente dieses erhaltenen Stroms, was also hier interpretiert als Ladungsdichte, was das Volumenintegral über die Ladungsdichte gibt, also die Gesamtladung, und die ist erhalten. So, und zusammengenommen zeigt es eben diesen wichtigen Zusammenhang, das heißt, die Beschreibung von Symmetrien ist ein großer Vorteil dieses kanonischen Formalismus. Und in der relativistischen Quantenfeldtheorie sind Symmetrien wichtig. Die wichtigste Symmetrie ist eben die relativistische Invarianz, Translationsinvarianz und Lorentzinvarianz, aber in der Anwendung auf die Teilchenphysik wissen Sie, dass es natürlich noch ganz andere Symmetrien gibt, wie Eichsymmetrien, die ebenfalls wichtig sind. Und aus all diesen Gründen ist eben dieser Formalismus hier für solche Theorien extrem gut. Ja, also jetzt sagte ich gerade, die Anwendung auf die relativistische Invarianz ist natürlich sehr wichtig, aber in unserem Noether-Theorem haben wir gerade eine Voraussetzung gemacht, dass die Lagrange-Dichte invariant ist.
Und wenn Sie jetzt versuchen, das Noether-Theorem auf relativistische Invarianz anzuwenden, dann werden Sie feststellen, dass bei einer Lorentz-Transformation und Translation die Lagrange-Dichte gar nicht invariant ist, sondern nur die Wirkung invariant ist. Das heißt, um das auf die relativistische Invarianz anzuwenden, brauchen wir eine Verallgemeinerung des Noether-Theorems. Und dafür gibt es genau das Übungsblatt. Da sollen Sie das beweisen. Ich gebe hier allerdings die wesentlichen Punkte an. Die Verallgemeinerung habe ich extra für die Übung reserviert. Wenn Sie jetzt Translationen betrachten, sagen wir mal, x μ wird zu x μ plus einer konstanten Verschiebung epsilon μ. Dann geht eben auch eine Feldstärke über in eine gestrichene Feldstärke. Und zwar ist die Feldstärke Phi' so, dass Phi' am verschobenen Punkt gleich ist mit dem Original Phi am unverschobenen Punkt. Über diese Beziehung können Sie dann Phi' an jedem beliebigen Punkt ausrechnen. Das heißt insbesondere, wenn Sie eben Phi' an einem Punkt x betrachten, dann ist das eben gleich Phi ohne Strich am Punkt x minus Epsilon. Und dann können Sie wieder eine Taylor-Entwicklung machen. Das heißt, das ist gleich Phi von x minus Epsilon mu mal der Ableitung d mu Phi von x. Und dann wäre eben das Analogon zu diesem Phi tilde, zu dieser Verschiebung von vorhin, wäre jetzt hier durchgegeben. Aber die Lagrange-Dichte ist eben nicht invariant, sondern die Lagrange-Dichte wird ebenfalls verschoben. Und das heißt, die Lagrange-Dichte wird zu L minus Epsilon mu d mu angewendet auf das gesamte L. Das ist nicht invariant, aber das Wirkungsintegral ist dann invariant, weil diese Ableitung im Wirkungsintegral wegfällt. Und dann erhalten Sie auch einen erhaltenen Strom, der aber eine andere Form hat. Und zwar für jedes μ erhalten Sie einen erhaltenen Strom. Also μ gleich 0 bedeutet, Sie erhalten einen Erhaltungsstrom, der der zeitlichen Translation entspricht. Die erhaltene Größe sollte die Energie sein. Für μ gleich 1 erhalten Sie einen erhaltenen Strom, der Translationsinvarianz in x-Richtung entspricht. Die erhaltene Größe sollte dann der x-Impuls sein und so weiter. Allgemein erhalten Sie also für jedes μ einen erhaltenen Strom und die Erhaltungsgröße sollte dann letztlich sein der Vierer-Impuls der Theorie. Aber erstmal der erhaltene Strom. Der hat dann zwei Indizes, T rho μ. Der erste Index entspricht eben dem Index des erhaltenen Stroms. Rho gleich 0 ist die Dichte, rho gleich räumlich entspricht der Stromdichte und μ entspricht eben welcher Richtung der Translationsinvarianz das Ding entspricht. Und das ist konstruiert as follows. dl nach d, d rho, Phi i mal d mu Phi i minus metrischer Tensor g rho mu mal der gesamten Lagrange-Dichte. Also der erste Term ist ähnlich bzw. gleich wie vorhin, aber der zweite Term kommt hinzu. Aber die Bedeutung ist eben die gleiche. Wir haben dann eine Kontinuitätsgleichung für jedes μ, nämlich d rho, t rho μ ist gleich 0 für alle μ. Das heißt, für jede Richtung der Translationsinvarianz bekommen wir einen erhaltenen Strom. Und wir können dann eine Erhaltungsgröße groß p μ definieren als das dreidimensionale Integral über jeweils die Nullkomponente des erhaltenen Stroms, d3x. T0 μ. Ja. Also für μ gleich 0 entspricht diese Größe der Energiedichte. Das Dreierintegral entspricht der Energie. Für μ gleich 1 entspricht das der Impulsdichte für x-Richtung Impuls. Und das Integral entspricht dann dem Gesamtimpuls in x-Richtung und so weiter.
Das ist also erhalten. Das heißt also, per Definition ist wieder PMÜ der Viererimpuls der Theorie, denn der ist ja grundsätzlich definiert als diejenige Größe, die erhalten ist aufgrund der Translationsinvarianz der Theorie. Und das ist hier eben dieses so konstruierte PMÜ. Und entsprechend muss dann also P0 als Spezialfall davon die Energie sein. Aber für die Energie haben wir auch eine andere Intuition, nämlich kam ja schon vor im Verlauf unserer Rechnung die Hamilton-Funktion. Und was jetzt sehr befriedigend ist, wenn Sie es ausrechnen, sehen Sie, dass automatisch dieses P0 gleich der vorher eingeführten Hamilton-Funktion ist. Und damit haben wir eine identische Bedeutung, Hamilton-Funktion und diese so konstruierte P0 als erhaltene Größe entspricht der Energie. So, da liefert uns also dieser Lagrange-Formalismus zusätzliche Einsichten in die Struktur von Energie und Impuls. Und was jetzt sehr befriedigend ist, aber ich nur angebe, ist, dass man genau das Gleiche auch machen kann für zum Beispiel Drehimpuls. Da müssen Sie eben eine Erhaltungsgröße konstruieren, die der Rotationsinvarianz entspricht und dann bekommen Sie einen exakten Ausdruck für den Drehimpulsoperator Ihrer Feldtheorie. So analog lässt sich Drehimpuls oder auch Boosts definieren. Zu irgendwelche Fragen zu dem Thema klassische Feldtheorie. Das wäre nämlich das Ende dieses Themas. Jetzt haben wir alle wichtigen Punkte zusammengestellt und kommen damit zur Quantisierung. Wir haben also einen Rahmen gefunden von klassischen Theorien, die relativistische Physik einfach beschreiben können. Und diese Theorien sind in sich motiviert. Und die Frage, die wir jetzt haben, ist, was passiert, wenn wir solche Theorien quantisieren? Und um die zu quantisieren, benutzen wir das Rezept der kanonischen Quantisierung. Und zwar konzentrieren wir uns auf einen einfachen, speziellen Fall, nämlich wir quantisieren ein reelles Skalarfeld. Und um Verwechslungen zu vermeiden, wollte ich mal sagen, in diesem Kapitel hier werde ich was machen, was ich sonst eigentlich nie mache. Ich werde Operatoren mit Hut kennzeichnen und Nicht-Operatoren halt ohne Hut kennzeichnen, damit Sie klassische Größen und Operatoren gut unterscheiden können. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Also alle Operatoren kriegen ab jetzt einen Hut und Größen ohne Hut sind also zahlenwertige Größen. Denn wir werden jetzt natürlich eine klassische Theorie quantisieren. Das heißt, in unseren Gleichungen tauchen ab und zu klassische Felder auf, Phi von x, die zahlenwertige Ergebnisse liefern. Und ab und zu werden Operatoren auftauchen, wie Quantenfeldoperatoren, Phi Hut. Ab und zu gibt es auch vielleicht einen klassischen Ausdruck für den Impuls aus der klassischen Theorie, Pμ,
Und dann könnte es geben einen Impulsoperator, P Hut μ, aus der Quantentheorie. Und das wollen wir unterscheiden. So. Also jedenfalls quantisieren wir jetzt ein reelles Skalarfeld. Das heißt, es gibt eine Feldgröße, Phi, und die ist auch noch reell, Phi gleich Phi Stern. Das ist also eine kanonische Variable, ein kanonisches Feld. Und die Lacan-Dichte, die wir ansetzen, ist die einfachste relativistisch invariante Lacan-Dichte für so ein reelles Feld, die sowohl Ableitungen enthält als auch Nicht-Ableitungsterme. Und die Ableitungsterme müssen Lorentz-invariant sein, das heißt, wir haben Ableitungsoperator d μ phi. Damit es Lorentz-invariant wird, brauchen wir mindestens zwei Ableitungen und das einfachste ist d μ phi mal d μ phi. Und der einfachste Term ohne Ableitungen wäre Phi Quadrat und den Koeffizient nennen wir minus m Quadrat halbe. Das ist also einfachstes L mit Ableitungstermen. So. In der klassischen Theorie können wir jetzt mal ganz kurz zusammenstellen, was diese Theorie so liefert. Zum Beispiel, was ist die Euler-Lagrange-Gleichung für diese Theorie? Die Euler-Lagrange-Gleichung, wenn Sie dl nach d, d μ phi bilden und dann noch ableiten, dann bekommen Sie d μ, d μ angewendet auf die Feldstärke. Und dl nach d phi alleine gibt einfach m Quadrat mal phi. Das heißt, insgesamt bekommen wir d μ plus m Quadrat phi ist gleich 0. Und diese Gleichung ist die sogenannte Klein-Gordon-Gleichung. Die in anderem Zusammenhang auch in der relativistischen Quantenmechanik manchmal aufgeführt wird. Aber hier ist das die Bewegungsgleichung für diese klassische relativistische Feldtheorie. Okay, dann können wir den kanonisch konjugierten Impuls mal uns verschaffen. Pi ist ja gegeben als die Ableitung von L nach Phi Punkt. Und wie hängt die Lagrange-Dichte von Phi Punkt ab? Hier steht eben Phi Punkt mal Phi Punkt, also die enthält ein halb Phi Punkt zum Quadrat. Wenn wir nach Phi Punkt ableiten, gibt es Phi Punkt. Also das hier ist gleich Phi Punkt. Pi ist gleich Phi Punkt. Dann können wir uns auch die Hamilton-Funktion verschaffen auf klassischer Ebene H. Ist gleich das dreidimensionale Integral über die Hamilton-Dichte und die ist gegeben als Pi mal Phi-Punkt minus die Lagrange-Dichte, allgemein also die Legendre-Transformation. Wenn wir das hier aber auswerten, was ergibt sich da? Da ergibt sich zunächst mal hier Phi-Punkt und Pi können wir identifizieren. Das heißt, der erste Term ist schon mal Pi Quadrat einfach. Und in der Lagrange-Dichte, da können wir jetzt diese kinetischen Terme d μ phi zerteilen. Einmal in den Zeitableitungsterm, der ist dann auch 1/2 Phi Punkt Quadrat. Das ist 1/2 Pi Quadrat. Und dann gibt es hier die räumlichen Ableitungsterme. Also schreiben wir erstmal dieses hin, minus 1/2 Pi Quadrat, das heißt, da fällt was weg. Und dann minus die räumliche Ableitung zum Quadrat und hier minus mal minus gibt plus, haben wir also hier dieses räumliche Nabla Phi zum Quadrat, also Nabla Phi mal Nabla Phi. Und dann kommt der Phi Quadrat-Term mit anderem Vorzeichen, also plus m Quadrat halbe mal Phi Quadrat. Das ist also unsere Hamilton-Funktion. Hier steht letztlich 1/2
Pi Quadrat natürlich. So, damit haben wir die klassischen Größen für diese konkrete Feldtheorie zusammengestellt. Und jetzt können wir das Rezept der kanonischen Quantisierung anwenden. Das ist also ein Rezept aus einer klassischen Theorie, die durch den Lagrange-Formalismus beschrieben ist, eine Quantentheorie zuzuordnen, die dann die vorgegebene klassische Theorie als klassischen Grenzfall hat und die deswegen typischerweise physikalisch einigermaßen sinnvolle Eigenschaften hat. Gemeint kanonische Quantisierung. Ein Rezept, um sinnvolle, jedenfalls oft, aber nicht immer, Quantentheorien zu konstruieren. Mit dem gegebenen L als klassischen Grenzfall. So, da fordern wir mehrere Punkte. Das erste, was die kanonische Quantisierung fordert, ist, dass allen klassischen kanonischen Größen jetzt quantenmechanische Operatoren zugeordnet werden und die Poisson-Klammern aus der klassischen Theorie werden ersetzt auf Quantenebene durch Operatoren, bis auf den Faktor IH quer. Und das heißt jetzt konkret für uns erstmal kanonische Vertauschungsrelationen. Und die entscheidenden Vertauschungsrelationen sind die zwischen den kanonischen Variablen. Das heißt, erstmal das Allerwichtigste, damit fange ich an, Phi von X und T Kommutator mit dem kanonisch konjugierten Impuls Pi an einer Stelle Y, aber zur gleichen Zeit T. Dieser Kommutator ist gleich der Poisson-Klammer und die ist eben eine Delta-Funktion, verallgemeinert Kronecker-Delta. Und das ist jetzt I h quer, aber h quer ist gleich 1, also I mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus y. Das ist der entscheidende, nicht verschwindende Kommutator zwischen dem Operatorfeld und dem Operator kanonisch konjugierten Impuls. Und weitere Kommutatoren, ich lasse die Argumente mal kurzerhand weg, die Argumente sind immer die gleichen. Phi mit Phi oder Pi mit Pi, die verschwinden. So, das sind die kanonischen Vertauschungsrelationen, die den Poisson-Klammern entsprechen. Poisson-Klammer war einfach klassisch definiert, wenn Sie jetzt mal mit normalen Variablen rechnen, ist die Poisson-Klammer von A und B ist definiert als dA nach dQ mal dB nach dP minus umgekehrt dA nach dP mal dB nach dQ. Das sind Poisson-Klammern. Die sind also abstrakt definiert, aber wenn Sie da konkret einsetzen, Poisson-Klammer zwischen Q und P, dann gibt es hier eine 1 und hier eine 0, das heißt, das ist gleich 1. Poisson-Klammer von Q mit Q gibt gleich 0 und so weiter. Das können Sie also in jeder Theorie machen und die erlauben, manche Gleichungen sogar noch kompakter hinzuschreiben, also zum Beispiel die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen aus der klassischen Theorie. Die können Sie dann so schreiben, dass Sie sagen, Q-Punkt, das wäre normalerweise gegeben durch dH nach dP. Und das können Sie jetzt aber kompakt schreiben als Poisson-Klammer von Q mit H.
Und das ist dann ein Ausdruck, der eben quantenmechanisches Analogon hat. Denn das ist jetzt die Heisenberg-Bewegungsgleichung. In der Tat, das wollte ich eben auch als nächstes aufschreiben. Denn nach den kanonischen Vertauschungsrelationen können wir die quantenmechanische Bewegungsgleichung, also die Zeitentwicklung, definieren. Und die machen wir im Heisenberg-Bild. Denn im Heisenberg-Bild sind die Operatoren zeitabhängig und die Zeitabhängigkeit der Operatoren ist genau durch das Analogon zur klassischen Hamilton-Gleichung gegeben, nämlich wir haben die Bewegungsgleichung I h quer, aber h quer ist gleich 1, also I d nach dt von irgendeiner Variable, zum Beispiel phi oder auch pi, ist immer einheitlich gegeben durch den Kommutator der entsprechenden Größe, entweder phi oder pi, mit dem Hamilton-Operator der Theorie. Das sind die Heisenberg-Bewegungsgleichungen. Und hierbei ist eben der Hamilton-Operator durch die klassische Hamilton-Funktion gegeben, in die Sie jetzt die operatorwertigen kanonisch konjugierten Impulse und Felder einsetzen. Also wortwörtlich diese Funktion hier, aber eingesetzt Pi-Hut und Phi-Hut. Und das Dritte, was im Prinzip sich von selbst versteht, aber was manchmal nicht trivial ist und ich deswegen extra aufführe, ist, diese ganzen Operatoren, die müssen natürlich auf irgendeinem Vektorraum definiert sein, das heißt, sie müssen einen Definitionsbereich angeben. Das bedeutet physikalisch, dass wir einen Zustandsraum finden müssen, auf dem die Operatoren definiert sind und sich so verhalten, wie es hier steht. Auf dem dies alles gilt. So, und das ist unser Rezept und die Frage ist jetzt, was ergibt sich, wenn wir das anwenden? Genau, da gibt es Operatorordnungsprobleme, dann muss man sich für eine Reihenfolge entscheiden. Und der Unterschied zwischen zwei verschiedenen Reihenfolgen ist natürlich eine reine Zahl. Und reine Zahlen ändern die Kommutatoren nicht. Das heißt, die Gleichungen bestehen ja nur aus den Kommutatoren, so gesehen hat man da nicht wirklich ein Problem. Aber allgemeiner gesagt bedeutet diese Ordnungsambiguität natürlich das, dass dieses Rezept nicht eindeutig ist. Aber das ist nicht schlimm, denn niemand sagt uns, dass es zu jeder klassischen Theorie genau eine Quantentheorie geben sollte. Warum sollte es so sein? Wir haben einfach ein Rezept, was uns erlaubt, sinnvolle Quantentheorien zu definieren. Und es ist unsere Entscheidung, wie wir die Quantentheorie dann ganz genau definieren. Wenn wir Lust haben, können wir nachträglich alle Operatoren noch ändern, optimieren, wie wir wollen. Hauptsache, die entstehende Quantentheorie ist eine sinnvolle Theorie. Okay, ich fange mal hier an. So, also wir wollen die Theorie quantisieren. Wir haben drei Gleichungen oder drei Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Und wir fangen mal an mit einem ersten Schritt. Schritt 1, die einfachste Gleichung, die wir uns hier überlegen können, ist die zweite, nämlich die Heisenberg-Bewegungsgleichung.
die die Operatoren erfüllen müssen. Also schauen wir erstmal an, was diese Heisenberg-Bewegungsgleichung konkret bedeutet, und dann können wir die ganz einfach lösen. Löse 2. So, das heißt, ich schreibe mal auf, konkret, I mal Operator Phi Punkt. Was soll die Zeitableitung von dem Operatorfeld Phi sein nach dieser Heisenberg-Bewegungsgleichung? Nach der Heisenberg-Bewegungsgleichung muss das ja sein, der Kommutator von Phi-Hut mit dem Hamilton-Operator. Und der Hamilton-Operator ist jetzt durch das gegeben, was hier oben steht. Wenn wir hier also den Kommutator konkret ausrechnen, dann gibt es vom Kommutator mehrere Terme. Es gibt einmal Kommutator von Phi-Hut mit 1,5 Pi Quadrat, dann Kommutator mit diesem hier und Kommutator mit diesem hier. Fangen wir hinten an. Was ist der Kommutator von Phi mit diesem Term? Der ist natürlich 0, weil Phi mit Phi kommutiert. Der Kommutator von dem hier ist ebenfalls 0. Phi kommutiert mit Phi an jedem Raumpunkt und damit kommutiert es auch mit der Ableitung nach dem Ort. Also diese zwei Terme liefern im Kommutator nichts, aber der Kommutator von Phi mit Pi, der ist definiert durch eine Delta-Funktion. Damit ist das nicht 0. Der Kommutator liefert dann letztlich 1 Pi mal der Delta-Funktion für das zweite Pi. Das heißt, der Kommutator ist gleich I mal Pi. Und damit lautet unsere Heisenberg-Bewegungsgleichung Phi Punkt gleich Pi. Und das ist eine lustige Gleichung, denn die ist natürlich identisch zu dieser klassischen Gleichung hier oben, wo der kanonisch konjugierte Impuls definiert wurde über die Ableitung der Lagrange-Dichte. Das ist aber trotzdem keine Trivialität, denn das hier ist eine klassische Definition und das hier ist jetzt die Lösung einer quantenmechanischen Heisenberg-Bildbewegungsgleichung. Die Form der Gleichung ist aber identisch. Das heißt, wir sehen hier einen weiteren Vorteil des Heisenberg-Bildes, das gilt nämlich allgemein, dass eben im Heisenberg-Bild sich die klassischen Gleichungen einfach reproduzieren. Auf Operatorebene. Gut, schauen wir also auch das zweite an. Was ist die Zeitableitung von Phi-Hut? Das wäre also der Kommutator von Phi-Hut mit H-Hut. Das ist gleich, jetzt tragen hier der erste Term natürlich nicht bei, Kommutator von Pi mit Pi ist 0, aber Kommutator von Pi mit Phi ist eben nicht 0 und gibt minus I mal einer Delta-Funktion. Das heißt, der Kommutator mit diesem Phi-Quadrat gibt dann minus M-Quadrat mal Phi mal I. Und der Kommutator hiermit, da muss man die Ableitung durch partielle Integration noch ein bisschen umschaufeln. Und dann gibt es letztlich den Laplace-Operator angewendet auf ein verbleibendes Phi. Also erstmal minus I von dem Kommutator Phi mit Pi mit Phi in der umgekehrten Reihenfolge und dann mal minus Laplace-Operator angewendet auf Phi-Hut. Minus, vielmehr plus, m Quadrat mal Phi-Hut. Und das ist jetzt eine Gleichung, wo Raum und Zeit so ein bisschen nicht relativistisch auseinanderdividiert sind, aber wir können es wieder zu einer schönen relativistisch aussehenden Gleichung machen, indem wir das vorherige Ergebnis benutzen, nämlich Pi-Punkt ist ja gleich Phi-2-Punkt. Und dann haben wir hier Phi-2-Punkt ist gleich das. Und welche Gleichung ist es dann insgesamt? Das ist insgesamt wieder die Klein-Gordon-Gleichung. Das heißt, was das hier uns sagt, ist, dass das gesamte Phi als Operator die Klein-Gordon-Gleichung Zeitableitung zum Quadrat minus Laplace plus m Quadrat angewendet auf den Operator Phi-Hut ist gleich 0. Das heißt eben, wie gesagt, die Operatoren erfüllen dieselben Gleichungen wie die entsprechenden klassischen Größen. Bewegungsgleichung. Wie klassisch. Das ist ein typisches Phänomen im Heisenberg-Bild und ist natürlich ein Vorteil des Heisenberg-Bildes.
Schön. Die Klein-Gordon-Gleichung ist eine einfache Differentialgleichung, die man leicht erfüllen kann. Und daraus folgt, dass wir jetzt einen Ansatz, allgemeinen Ansatz für dieses Operator Phi hinschreiben können, der die Gleichung eben löst. Und dieser Ansatz passiert durch Fourier-Transformation. Was setzen wir an für unser Operator Phi von x? Oder trennen wir Phi von x und t? Ist gleich eine Fourier, ein Fourier-Integral d3p geteilt durch 2pi hoch 3 mal irgendeiner Normierungskonstante, zum Beispiel durch 2p0 im Nenner, das ist aber nicht entscheidend. Aber dann machen wir hier einen allgemeinen Ansatz, irgendeinen Koeffizient, operatorwertig a Hut von p mal einer e-Funktion e hoch minus i px plus das hermetisch Konjugierte dazu a Hut Decker von p mal e hoch plus i px. So, unter welcher Bedingung ist jetzt dieser Fourier-Ansatz eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung? Es löst die Klein-Gordon-Gleichung ganz genau dann, wenn die E-Funktion hier die Klein-Gordon-Gleichung löst. Denn die X-Abhängigkeit steckt nur in der E-Funktion. Und genau wann löst die E-Funktion die Klein-Gordon-Gleichung? Die Klein-Gordon-Gleichung hierauf angewendet liefert den Vorfaktor hier p² minus m². Das heißt, die Klein-Gordon-Gleichung ist erfüllt, wenn das Viererquadrat von diesem p hier gleich m² ist. Das ist äquivalent dazu, dass die Nullkomponente hier in diesem Vierervektor p0 immer identifiziert wird mit p Vektorquadrat plus das m². Genau dann ist die Klein-Gordon-Gleichung gelöst. Und diese gleiche Definition nützen wir auch hier vorne, aber das ist wie gesagt nur eine unwichtige Normierung, die man auch in diesen Operatoren A absorbieren könnte. Okay, das heißt, das ist der allgemeinstmögliche Ansatz, der die Klein-Gordon-Gleichung löst und der simultan hermetisch ist. Denn wir hatten gestartet mit der Bedingung, dass wir ein reelles Skalarfeld haben. Der zugehörige Quantenoperator soll natürlich ein hermetischer Operator sein. Wenn wir also hier diesen Fourier-Ansatz machen, dann muss hier automatisch das hermetisch Adjungierte auftauchen. Ansonsten wäre das kein hermetischer Operator. Also das hier ist nötig, damit Phi hermetisch ist. Und hier durch das hier wird die Bewegungsgleichung gelöst. So, und diesen Ansatz kennen Sie natürlich von der letzten Stunde. Das war damals das Endergebnis von unserem kausalen Feldoperator. Und hier taucht jetzt genau die gleiche Gestalt auf als Lösung der Klein-Gordon-Bewegungsgleichung für unser kanonisch quantisiertes Operatorfeld. Aber wir wissen momentan noch nichts über diese Operatoren A-Hut und A-Hut-Decker, nur dass die halt irgendwelche Operatoren sind, die halt die operatorwertigen Fourier-Koeffizienten hier in dieser Entwicklung sind. So, und diese Operatoren können wir aber sogleich genauer einschränken, denn wir haben ja momentan nur die zweite Bedingung gelöst. Jetzt schauen wir uns die erste an, nämlich die kanonischen Vertauschungsrelationen. Wenn wir mit diesem Ansatz in die kanonischen Vertauschungsrelationen eingehen, dann kriegen wir logischerweise eine Bedingung an Vertauschungsrelationen von A und A-Decker. Und was könnte das wohl sein? Schritt 2. Wir müssen also A und A-Decker so wählen, dass die kanonischen Vertauschungsrelationen erfüllt sind.
Und ich würde mal vorschlagen, dass wir uns das sparen, das im Detail alles auszuxen, sondern ich behaupte einfach, dass durch eine gewisse längliche Rechnung wir rausbekommen, dass diese Vertauschungsrelationen äquivalent sind zu folgenden Vertauschungsrelationen von A und A Decker. Rechnung liefert folgendes: 1 ist genau dann erfüllt, wenn die folgenden Kommutatoren gelten, nämlich A Hut von P, Kommutator mit A Hut Decker von P' ist gleich eine Delta-Funktion bis auf Normierung 2Pi hoch 3 mal 2P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von P minus P'. Und die Kommutatoren von A mit A mit beliebigen Argumenten und Kommutator von A Decker mit A Decker mit beliebigen Argumenten ist immer 0. Und jetzt haben die A und A Decker genau die gleichen Eigenschaften wie in der letzten Stunde. Das heißt, die Größe, die hier steht, ist genau gleich mit unserem kausalen Quantenfeld, was das letzte Mal das Endergebnis war. Kleine Abstimmung. Wollen Sie ein Beispiel Kommutator vorgerechnet sehen? Oder wollen Sie gar kein Beispiel sehen? Also manche schauen schon recht gequält, aber ich lese so aus Ihren Gesichtern gemischte Gefühle heraus. Ich würde sagen, rechnen wir einen Kommutator als Beispiel vor. Also ein Beispiel, machen wir das hier. Rechnen wir als Beispiel den kompliziertesten und wichtigsten Fall aus, nämlich den nicht verschwindenden Kommutator von Phi mit Pi. Also machen wir Phi am Raumpunkt X, aber zur Zeit t gleich 0, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, Kommutator mit Pi an der Raumstelle y und auch zur selben Zeit t gleich 0. Das rechnen wir mal aus. Und das soll i mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus x' sein. Und da schauen wir mal, ob das stimmt mit diesem Ansatz. Das ist dann ein Teil der Äquivalenz. So, also wenn wir es einsetzen, dann haben wir hier erstmal ein d3p-Integral für phi. Und dieses Integralmaß hier kürze ich wie das letzte Mal ab mit dp-Schlange. Wir haben ein Integral dp-Schlange-Strich für das Pi, was ja die Zeitableitung von diesem Phi ist. Und dann haben wir Kommutatoren. Kommutator einmal von dem Integrant, der aus dem Phi stammt. Das wäre also a von p mal e hoch minus i px plus a Decker von p mal e hoch plus i px. Und jetzt der entsprechende Ausdruck für den kanonisch konjugierten Impuls. Und der ist die Zeitableitung von diesem Ausdruck. Was ergibt sich, wenn wir die Zeitableitung machen? Dann kommt hier ein Faktor minus i p0 nach vorne. Und hier kommt ein Faktor plus i p0 nach vorne. Das heißt, wir erhalten hier in dem Integranten im Kommutator minus i p'0, denn die Integrationsvariable ist jetzt p' mal a Hut von p' mal e hoch minus i p' y, denn die Ortskoordinate von Pi ist y. Dann die Zeitableitung von diesem zweiten Term liefert plus i p' 0
mal A Dagger mal P' mal E hoch plus I P'Y. Dann ist der Kommutator fertig. Das ist unser Ausdruck. Jetzt haben wir also hier einen Kommutator von einer Summe AA Dagger mit einer Summe AA Dagger. Es gibt insgesamt 4 Kommutatoren. Und wir setzen ein unseren Ansatz für die Kommutatoren und dann bleiben natürlich 2 Kommutatoren übrig und 2 geben 0. A mit A gibt 0, aber A mit A Dagger trägt bei und liefert eine Delta-Funktion. Und dann hier A Dagger mit A trägt auch bei und liefert minus eine Delta-Funktion. So, und wenn wir das also, vielleicht ist es sogar geschickt, wenn ich das direkt hier unten drunter schreibe. dp Schlange, Integral. Ja, und was Sie vom letzten Mal vielleicht noch im Ohr haben, diese ganzen Normierungsfaktoren, die waren ja genau so gewählt, dass wenn Sie jetzt hier einen Kommutator AA Dagger haben, dann liefert der eine Delta-Funktion multipliziert mit dem Vorfaktor und die Delta-Funktion und der Vorfaktor zusammen kürzen genau ein Integralmaß weg. Alle Zähler und Nenner fallen weg und als Ergebnis wird einfach die Integrationsvariable P' gleich P. Das heißt, das erste Ergebnis von dem Kommutator hier mit diesem Term gibt uns nur noch ein letztliches Integral dp Schlange. AA Dagger sind weggefallen, Integral dp Schlange Strich ist weggefallen und was verbleibt ist die E-Funktion hier, e hoch minus i px und die E-Funktion hier, wobei P' gleich P geworden ist. Also kann ich hier schreiben e hoch i p mal x minus y. Und dann mal ip' mal ip0. p' ist gleich p geworden, also mal ip0. So, und dann vom zweiten nicht verschwindenden Kommutator, das hier, Kommutator mit diesem Ausdruck. Das gibt jetzt minus eine Delta-Funktion, denn der Kommutator hat die andere Reihenfolge. Minus die Delta-Funktion, das kürzt ansonsten genauso das Integralmaß weg. Es verbleibt ein Integral über dp Schlange. Und es verbleibt, minus mal minus gibt plus ip0 mal dem Produkt der E-Funktionen, also mal e hoch plus ip mal x minus y. So, 2 Terme, die fast gleich sind. Und in diesen beiden Termen gilt sogar, dass, schreibe ich es auf, diese E-Funktion hier, die ist gleich in Wahrheit, enthält die keine Zeitkomponente, denn x0 und y0 waren ja auf 0 gesetzt. Das heißt, das hier ist gleich e hoch plus i mal dem räumlichen Impuls multipliziert mit der räumlichen Differenz x minus y und hier entsprechend mit dem negativen Exponent. So, und dann haben wir einfach folgendes Integral, ist gleich das Integral d3p geteilt durch 2pi hoch 3. Und jetzt passiert eben das, dass in dem Integralmaß sogar dieses p0 wegfällt. Hier im Integralmaß taucht zunächst p0 auf, aber hier im Zähler steht auch p0, das heißt, das fällt weg und es verbleibt einfach nur noch die mal 2 im Nenner. Und dann haben wir 2 Summanden im Zähler, nämlich e hoch minus plus i p räumlich mal x minus y plus die umgekehrte E-Funktion e hoch minus i p räumlich mal x minus y. Und jetzt haben wir hier tatsächlich eine ganz normale Fourier-Transformation in 3 Dimensionen, und zwar eine Fourier-Transformation der 1-Funktion. Und die ist eine Delta-Funktion, eine dreidimensionale Delta-Funktion. Das heißt, was hier rauskommt als Ergebnis dieses Integrals, hier ergibt sich 1/2 mal eine dreidimensionale Delta-Funktion von x minus y und hier genau dasselbe, gibt insgesamt 2/2 mal eine dreidimensionale Delta-Funktion von x minus y. Und das i hier hatte ich leider vergessen, das schreibe ich hier noch dazu, mal i
und daraus folgt, das Endergebnis ist I mal 2 halbe, also 1 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion von x minus y. Und das ist genau das behauptete oder erwünschte Ergebnis. Das heißt, unser Ansatz für die Kommutatoren von A und A-Decker ist so, dass in der Tat die gewünschte kanonische Vertauschungsrelation von Phi mit Pi gilt. Und alle anderen Vertauschungsrelationen können Sie auch ausprobieren und die gelten natürlich auch. Und es gilt eben sogar die Äquivalenz zwischen beiden Richtungen. Das stimmt also. So, damit können wir zusammenfassen, denn wir haben jetzt die wesentlichen Schritte erhalten und haben die kanonische Quantisierungsprozedur gelöst. Das heißt, wir können die Quantentheorie, die zu unserer klassischen Feldtheorie korrespondiert, charakterisieren. Praktisch die Gesamtlösung der Quantisierung. Ist also, wir haben einen Operator Phi gefunden. Der alle Gleichungen 1 und 2 erfüllt. Der Operator Phi ist letztlich eine Fourier-Transformation von Operatoren A von P und A-Decker von P. Und diese erfüllen Vertauschungsrelationen. A und A-Decker erfüllen Vertauschungsrelationen, die hier unten aufgeführt sind, nämlich A, A-Decker liefert eine Delta-Funktion und A mit A, A-Decker mit A-Decker gibt 0. Und diese Vertauschungsrelationen sind keine neuen Vertauschungsrelationen, sondern das sind genau diejenigen, die wir am Anfang in der letzten Woche hatten, nämlich als Relationen für Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Teilchenzustände auf einem Fockraum. Also die erfüllen Vertauschungsrelationen für Fockraum, Erzeuger und Vernichter. Und daraus folgt, dass wir jetzt die dritte Forderung auch erfüllen können, nämlich wir können einen Zustandsraum angeben, auf dem alle Operatoren definiert sind. Und dieser Zustandsraum ist eben genau der Fockraum der letzten Woche. Also ein Raum, auf dem es ein Vakuum gibt, Einteilchenzustände, Zweiteilchenzustände und so weiter. Und alle Zustände werden aus dem Vakuum erzeugt durch Anwendung der Erzeuger bzw. Vernichter. Dieser Zustandsraum ist wohl definiert und auf diesem Raum haben dann alle Operatoren eine wohl definierte Gestalt und die Gleichungen gelten. Der Zustandsraum ist also gleich der Fockraum aus unserem Kapitel 1.2. Und damit können wir grob zusammenfassen. Die Quantisierung unserer klassischen Feldtheorie mit unserem reellen Skalarfeld liefert eben als Quantentheorie eine Theorie mit Teilchen, und zwar mit einem Fockraum von Teilchen, wo es Vakuum, Einteilchen und Mehrteilchenzustände gibt. Und die Teilchen entsprechen eben Moden oder Quanten von Wellenanregungen dieses Feldes. Also für Wellenquanten und die kann man als Teilchen bezeichnen.
Das ist natürlich schon hier eine wichtige Erkenntnis und ein Gegenstück zu dem Ergebnis der letzten Vorlesung, denn in der letzten Vorlesung waren wir eben gestartet mit Teilchen, hatten uns gefragt, wie kann man kausale Wechselwirkungen zwischen den Teilchen beschreiben. Die Antwort war durch kausale Feldoperatoren, das heißt Felder waren Werkzeuge, um Teilchenwechselwirkungen zu beschreiben. Hier starteten wir mit einer klassischen Feldtheorie, haben uns gefragt, was ist die Quantenversion davon. Die Antwort ist, es ist eine Quantentheorie von Teilchen. Das heißt, Felder und Teilchen sind letztlich zwei verschiedene Ausprägungen einer und derselben Sache. Aber einen Punkt muss man jetzt noch ganz kurz klären. Und da hoffe ich, dass die Zeit dafür noch ausreicht, um einen Punkt zu machen. Denn ich hatte hier jetzt den Begriff Teilchen in den Raum geworfen. Aber dazu gibt es eine charakterisierende Eigenschaft, die wir noch nicht bewiesen haben. Nämlich die Teilchenzustände von damals. Das waren Zustände mit wohldefiniertem Impuls und wohldefinierter Energie. Das heißt, wir wussten damals, was passiert, wenn wir einen Impulsoperator auf so einen Einteilchen- oder Mehrteilchenzustand anwendeten. Und das wissen wir aktuell noch nicht. Und das können wir aber überprüfen. Das heißt, wir können uns unseren Impulsoperator in dieser Theorie verschaffen, ihn auf solche Vorkaumzustände anwenden und verifizieren, dass die Zustände tatsächlich Impuls und Energie tragen. Und wieso können wir das? Weil wir eben vorhin herausgefunden haben, wie man allgemein im kanonischen Formalismus Impuls und Energie definiert, nämlich über das Noether-Theorem als erhaltene Größen, integral über diese erhaltene Stromdichte. Das heißt, wir wissen genau, was in unserer Quantentheorie jetzt Impuls- und Hamilton-Operatoren sein müssen, können die konstruieren, anwenden und schauen, was rauskommt. Impulsoperatoren. So, also im kanonischen Formalismus sind die Impulse und Energien definiert über die entsprechenden klassischen Größen. Das heißt, Pμ klassisch ist das dreidimensionale Integral über die Nullkomponente T0μ. Und in der Quantentheorie ist unser kanonisches Rezept, dass wir diese klassischen Ausdrücke durch Operatoren ersetzen. Das heißt, überall, wo hier Phi und Pi auftaucht, ersetzen wir es durch die entsprechenden Operatoren. Und das ist wieder etwas, wo ich auf die Übung verweisen möchte. In der Übung sehen Sie dann, wie gesagt, dass die Nullkomponente dieses so definierten Impulsoperators oder Impulsfunktional in klassischer Theorie ist gleich dem Hamilton-Operator und gleich eben diesem dreidimensionalen x-Integral über 1/2 mal Pi Hut Quadrat plus 1/2 Nabla Phi Hut zum Quadrat plus m Quadrat halbe mal Phi Hut Quadrat. Und weitere Rechnung liefert dann Pμ. Für beliebiges μ können Sie dann umrechnen, wenn Sie also hier unsere Ausdrücke für Phi und Pi einsetzen. Sprich also die Zerlegung hier in a und a Decker, setzen Sie ein, rechnen das Integral über x aus und dann bekommen Sie äquivalent eine Darstellung über ein Impulsintegral, dp Schlange. Und dieses Integral enthält jetzt als Integrant den Impulseigenwert klein pμ, das soll hier ein kleines p sein, klein pμ, das den Eigenwert und den
das Argument von diesen Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren A Hut von P mal A Hut Decker von P plus die umgedrehte Reihenfolge A Hut Decker von P mal A Hut von P. Das bekommen Sie am Ende der Rechnung und dieses hier können Sie umformen über Vertauschungsrelationen, weil der Kommutator von A und A Decker ist ja bekannt. Da können Sie jetzt die beiden Terme in die gleiche einheitliche Reihenfolge bringen. P mü ohne 1/2 und dann gibt es eben einen Ausdruck zweimal A Decker von P mal A von P. Und der Kommutator liefert dann eine zahlenwertige Konstante. Und alle Bestimmungsgleichungen für die Größen, die wir bisher hatten, waren Kommutatoren. Das heißt, alle Bestimmungsgleichungen bleiben erfüllt, wenn wir so eine zahlenwertige Konstante weglassen. Denn dadurch können sich Kommutatoren grundsätzlich nicht ändern. Das heißt, diese Darstellung des Impulsoperators ist äquivalent zu jener Darstellung. Das entspricht Ihrer Frage von vorhin. Das heißt, wir können jetzt uns entscheiden, dass wir den Impulsoperator, der rein rechnerisch diese Gestalt haben müsste, aber lieber so zu definieren, also eine Umdefinition, zu der wir das Recht haben. Denn wir sind die Theoretiker, die die Theorie definieren. Und dann entscheiden wir uns, diese zahlenwertige Konstante wegzulassen. Allerdings gibt es ein gewisses konzeptionelles Problem, weil diese Konstante ist unendlich groß. Denn der Kommutator wäre ja eigentlich, wir haben ja zweimal dasselbe Argument, eine Delta-Funktion von 0. Das ist unendlich, das heißt, wir lassen hier eine unendlich große zahlenwertige Konstante weg. Trotzdem bleibt alles gültig, was ich gesagt habe. Die ändert die Physik und die Kommutatoren nicht und deswegen lassen wir die weg. Warum ist die unendlich groß? Die ist deshalb unendlich groß, weil unser Raumzeitvolumen unendlich groß ist. Denn in der linearen Kette, die Sie behandelt haben in der Übung, da würde hier keine Delta-Funktion stehen, sondern Kronecker-Delta. Und im Limes der linearen Kette, wo die Anzahl der Gitterpunkte und das Raumvolumen gegen unendlich geht, wird das Kronecker-Delta zu dieser Delta-Funktion hier. Das heißt, wenn man es analysiert, dann ist das hier unendlich und diese Unendlichkeit kommt von dem Volumen des Raums. Und in der Feldtheorie in endlichem Volumen würde hier eine endliche zahlenwertige Konstante stehen. So, aber wie dem auch sei, die lassen wir weg. Und ich würde es hier beenden, aber wie es weitergeht, ist, dass wir jetzt diesen Impulsoperator eindeutig definiert haben. Wir können ihn anwenden auf die Teilchenzustände, die in diesem Fockraum existieren und dann tatsächlich nachweisen, dass die Teilchenzustände Teilcheneigenschaften haben, nämlich die haben Energie und Impuls bezüglich dieser so definierten Operatoren. Okay, um dann die wesentlichen Punkte von heute nochmal zusammenzufassen, was haben wir erreicht? Wir haben also den komplementären Zugang gewählt. Wir starteten mit klassischer Feldtheorie. Die war motiviert deswegen, weil die klassische Feldtheorie sehr gut und effektiv relativistische Theorien formulieren kann. Wir haben ja quantisiert und im Verlauf der Quantisierung mussten wir eben die kanonischen Quantisierungsbedingungen lösen und die haben uns geführt auf diese Darstellung des Quantenfeldoperators. Die enthält dann wieder A- und A-Decker-Operatoren und die Vertauschungsrelationen waren äquivalent dazu, dass dieses A- und A-Decker eben Fockraum-, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sind. Das heißt, wir sehen, dass die kanonische Quantisierung einer klassischen Feldtheorie uns auf eine Theorie für Teilchen führt. Und die Theorie ist dann automatisch relativistisch invariant, weil wir damit ja gestartet waren. Und so haben wir eben zwei komplementäre Zugänge, einmal der vom letzten Mal und einmal der von diesem Mal, die unterschiedliche
Blicke auf dieselbe Sache werfen und das nächste Mal werden wir dann hier noch weiter fortschreiten und auch den nicht-relativistischen Limes mal betrachten, um zu sehen, was sich da dann ändert. Und da ändert sich einiges und Sie können dann auch Kontakt herstellen zur nicht-relativistischen Quantenmechanik. Und dann können wir für die weitere Zukunft des Semesters uns für den Formalismus entscheiden, der es uns dann jeweils am effektivsten erlaubt, Probleme zu lösen. Gut, und damit möchte ich hier erstmal schließen, also bis Montag.